Ja, Frau Rektor. Ja. So, ich kann ein neues Gebiet betreten. Also ich kann eine Menge neue Gebiete betreten. Aber ich muss gucken, was ich im Gebiet machen kann, wo ich weiter kann, was ich tun kann, was willst du, was guckst du drauf? Ich denke, ich werde mich am besten für die ND entscheiden. Mich dann dem Gebiet zu vergnügen, was wir hier unten links vorfanden. Nee, in die Stacheln fallen. Nee, in die Stacheln. Nein. Pam. Sehr gut. Oh, jetzt wird meine Stimme rau und ranzig. Das ist nicht gut. Vielleicht trinke ich mal was. Während ich wieder in das Schwein wahrscheinlich falle. Ja, Trigger. Das war geschickt. So, auf jeden Fall ging es unten zu der Bad Story of the Giants. The Bad History of the Giants. Wir betreten das letzte Gebiet. Mausoleum of the Giants. Ich frage mich, was das ist. Ich will es gar nicht so genau wissen. Bam, Junge. So, these are the ruins. So, who's being now as the Giants? I am just this close to deciphering the legend of the Giants, but you're dead. Yo, geh weg. Ja, ich sammle das Geld nicht ein, weil ich brauche. Ich möchte nicht runterfallen. Ich weiß nicht, wo ich da hinkomme. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich will da nicht lang. Ich habe Angst. Ich habe noch ein Gewicht. Oh. Da ist ein ganz besonderes Dias. Ja. Ist das bestimmt oder was? Doch, der ist. Ich weiß nicht. We were unable to fulfill the great mother's wishes. Now it I too, the last remaining of us, am I due for a long slumber. Abuto. The sad story of the giants. Das Gewicht werde ich aber nicht aktivieren, weil da die Starren einfach runterfallen. Das kann ich einfach mal drei spoilern. Was wollt ihr? Also ja. A Nebra Sky that lies beneath this land. Please leap upon that floats there from light high above the heavens shall then move at your comet. Geil. Ich hab's nicht verstanden, was er gesagt. Tschüss alles. The mother was great. She made even the giants look tiny. The giants were great. You are tiny, like a little doll. Prove your class more. Oh, my mate. You are forbidden from again laying the eyes on this marker. Those who heed not this warning will suffer the pain of death. Oh, er hat sich umgedreht, geil. Ja, damit das ist eine Warnung. Und ich nehme diese Warnung sehr ernst und ich habe sehr Respekt vor dieser Warnung. Denn das ist der Steintafel, mit dem man den sogenannten Hardmode aktivieren kann. Der Hardmode macht einige schwerer. Ich glaube, meine Monster haben mehr Leben und es kommen eine Menge neue Monster hinzu. Oder zumindest haben die Bosse mehr Leben, ich weiß es nicht. Eigentlich hätte ich es wissen müssen, aber ich habe es nicht gewusst. Um Gottes Willen! Das ist ein Gigant. Oh, den habe ich gesehen. Was willst du, alter Mann? Secret of Mausoleum of the Giants? Yeah, it's me! Ich tue es ungern, aber ich gehe jetzt mal durch die Schleuse durch. Oh, was ist das? Abu to the Ribu and Sucket, I hope they would come day, then the mother would live in this land. Sie wollten die Mutter also hier behalten. Okay, unten ist eine große Falle. Oh, noch richtig drauf. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich will jetzt noch mehr Glück als das Zeug für die Schleuse ausgeben. Behold, the mausoleum of the giants. The sad memories of the giants are contained with them. Und. Graalpunkt. Grey Point. Throughout the moonlit night, then G started praying to the land. Hinweis! Start. Ah, lass mich! Geh weg, Junge! Geh!
ist ja schnell. Geh weg. A blanket of countless stars breed over Bardo, falling into a deep slumber. Da sind irgendwie alle gestorben. Das ist eine schade Sache eigentlich. Das ist eine geile Tür. Die würde ich mir gerne kaufen. Und hier habe ich auch mal Gewichte gekauft. Das ist sozusagen mein Gewichteladen. Ein ziemlich gewichteter Laden. Was ist das denn jetzt hier? Geh mal weg da. Ich gehe mal hier unten weiter. Und guck mir die Welt von hier unten an. Und na, no, da wollte ich nicht hin. Ach komm, alles Maul. The first child has the body of a snake. The second child, a large body. The third child soars through the sky. The fourth child has the body of the fish. The fifth child has wisdom. The sixth child was born of the earth. The seventh child cast the mother away. The eighth child did not know the mother. Let us place the spirit of the ninth child into the body of child zero. Keine Ahnung, was mit dem letzten Spruch gemeint ist. Vermutlich vielleicht auch eine Anspielung auf den zweiten Teil. La Mulana 2, the ninth secret spirit, the devourth body. Falls man überhaupt die Geozahl 0 so ausspricht. Also der nullte Körper. So. The youngest, Sucket, treats his own path. He put a key of Leader's body falling into slumber with the sparrows in hand. Say what? Nee, will ich hab keine Ahnung, was er meint. Ja, was bist du denn jetzt hier? Ja, weg da. Was will ich sagen? Ich hab's vergessen. Wo war ich denn? Ja, ich bin so inkompetent, ich hab's vergessen. Ach genau, wobei das zweite Lager läuft, La Mulana 2 ist über Kickstarter gemacht. Das ist zwar, glaube ich, jetzt schon, gedienst. Oh, ich habe einen Geist kaputt gemacht. Bekannt geben, dass es durchläuft, aber ich glaube, es war damals nicht geplant. We are the second race born of the Great Mother. We were created in order to return the Mother to the heavens. Let me tell you the sad tale of our race. The race began with 9 brothers. Cebu, Bardo, Migila, Ledo, Futu, Abutu, G, Rivo and Sucket. Nur mal so, das ist Geschichtsstunde. Ja. Noch 31 Leben, das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Und hier geht es ein neues Gebiet, in dem wir erstmal kurz mal reinschnuppern, weil es ein bisschen was zu tun gibt. Und das sollte man schon mal tun. Endless Corridor. Ich mag es nicht wirklich, aber die Musik ist klasse. Man merke, dass die Fledermäuse sich etwas anderes aussehen und so flott schnell sind. Alter, hier geht mir aber alles auf den Sack. Komm mal runter. Call forth the dragon rod that sleeps in this land. Follow the true flow. And the answer will be entrusted by the dragon. Was labert der? Ich verstehe mich. Irgendwas mit dem Drachen. Die liebt. The same rooms, no matter how far I go. So that was the mean by the corridor begin being endless. It's an endless corridor. So, geh weg. Oh Gott. Nee, da will ich hin. Den Quellpunkt nehme ich gern mit. Yo, the endless corridor, a long endless path. Hello? Oh my, you are human. I am the queen of the fairies that live in these ruins. The four philosophers instructed us to help the humans who visit us here and whose we have been waiting. My fellow fairies will help you, but first you must prove that you are worthy of powers. Worthy of force. Find Iris pendant, which lies somewhere in these ruins. Bring the pendant to me, only then shall we be able to help you. No, ich hab's verstanden.
Jawohl. So, Dad. Ich weiß mal, wo der lag. Irgendwo werden wir schon finden. Geh weg. Geh weg. So, weiter geht's. Ist this Corridor. Kann ich mich ja nicht dahin warten? So richtig dreckig, ja. So, ich habe nämlich durch dieses Begehen des endlosen Korridors hier nochmal die Kiste wenigstens geöffnet. Die würde ich ja gerne mitnehmen, bevor ich hier drauf gehe. So, wir sehen, der endlose Korridor ist nicht ganz so endlos, wie er scheint, aber wir sind am Ende angekommen. Er scheint aus mehreren Etagen zu bestehen, doch die können wir im Moment noch nicht betreten und das ist es auch. So, jetzt möchte ich da unten hinkommen, ohne drauf zu gehen. Und eigentlich ist es egal. Dann ne, ich mache erstmal einen Abflug. Eject. Und jetzt gehe ich einen Weg, den ich noch sehr oft in diesem Spiel gehen werde. Da. Was willst du? Ich weiß nicht, ob ich diese Viecher schon mit der Anfangswaffe One hätte. Ja. Und. Ja, ich trinke mal kurz was. Während der hochlädt, das. Na, ja, sollte mal dauern. Ja. Ah. Irgendwie wird schon mehr. So, dann wollen wir uns mal von Nöss zum Haus und nehmen auf die Giants zurück. Richtig großartig. Was willst du? So, ich versuche jetzt mal inzwischen noch mal mein Glück hier oben. Aber ich habe noch ein Gewicht, das ist. Ein bisschen maximal retardiert. Wobei ich quasi schon zwei Adjektive genannt habe, die sich natürlich widersprechen, was das Ganze nicht ziemlich dumm macht, aber egal. So, jetzt kann ich jetzt nicht mal lesen. Nichts. Sag mal, hat man drüber gesprochen. Geld. Boah, sehr gut. The sun shone brightly the day Lidu fell in battle. I gave his hole in this chest. He entered an eternal slumber. Ja. Würde ich auch tun, wenn ich ein Loch in der Brust habe, dann würde ich auch in den Schlaf fallen, aus dem ich nicht mehr erwachen werde. Das war kein Witz, das war ernst gemeint, aber. Deswegen meine Eltern nach dem Motto: You don't say. War das jetzt gut oder nicht? Ach, ich weiß nicht. Das ist schon nur los. Lass den Schlitten mit an, den möchte ich erstmal in Ruhe lassen, weil ich keinen Bock habe, mich mit ihnen anzulegen. Sie sind so mächtig für mich. Ich glaube, ich bin jetzt unterhalb des Anfangsraums, aber ich habe keine Map. So ist das. So läuft der Hase. This is the way the Ghost Lord lives. Come on. The Ghost Lord will appear before your eyes. Gather round. Sit tight until he's cool. Ich habe keine Days, keine Waits, sorry, I must go. Was gehe ich überhaupt? Wieso gehen wir, wenn man überhaupt warten kann? So blöd ist, dass ich mir eigentlich sehr gerne so Schuh kaufen würde, aber dann nicht genug Geld für die Gewichte hätte. Und da die Gewichte ein hohes Gewicht in diesem Spiel haben, weil sie einfach sehr wertvoll sind. Die Troppen bauen nichts, weißt du? Mir gleich schenken, wir kommen hier weg. Ja, eine Münze. Ich mag nichts von kaufen, ich lasse auch mal was fallen. Egoist. Ja, geht nicht. Na, wenn schon, denn schon. Auch. Ah, respawning. Hi. Komm ich später nochmal wieder. Jetzt hat er damit zu fangen lassen, ist klar. Aber dann liegt ja nur 5 Gewichte gehabt, das ist ja zu wenig. Gut, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. XP voll. So, ein Gewicht, super. Wie jetzt? Den Schwung schaffe ich gar nicht. So. Backen. Aber was willst du? Such dir Hobbys.
Naja. Das ist nervig, dass ich immer wieder da durch muss. Immer wieder aufs Neue. Gut, ich hab's in Absicht gemacht, aber es ist trotzdem nervig. Dann kommt der Ash mit dahin. Ist sowieso nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem, geh weg! Gottes Willen. Ich gehe nach die Falltür. Ich weiß auch, wie dieses Spiel tickt. Die Schildwärtschen kann ich nur von hinten angreifen. Was hat es mit dem Ding da oben auf sich? Was willst du von mir? Ah, geh weg. Ja. Jetzt haben wir nur eine Sackgasse. Not. Sagst du? For the tower to fly, much water was needed. Nigeda carried the lake to this land, then drew his last breath. Ja, aber da hat er mal einen See gegraben. Ah, ich bin schon weg, ich bin schon weg. Ja, das ist ja ziemlich unnötig gewesen. Und ziemlich ungünstig. So. This is where the Ghost Lord lives. Ghosts are frightening. So, wie lief das ab? Ich muss Geister töten. Dann müssen sie erstmal zu Maiden kommen, das ist auch noch eine Sache. Geist getötet. Einer flog in die Mitte. Geist getötet. Nee, das war eine Illusion. Jetzt bauen wir ein bisschen näher, Junge. Geist getötet. Oh. The Ghost Lord appears. Oder zumindest was. Ja, es ist der Ghost Lord. Ja, er ist schnell und. Oh Gott, der fliegt ja vielleicht mit durch. Ich glaube, der wohl zackt. Oh. Bisschen überschätzt. Ach Mist. Ist unterschätzt. Ich sterbe. I'm dead, the Ghost Lord kills me. He don't like me. What have I done? Jawohl, ich habe ihn getroffen. Nur, dass er mich traf. Jawohl, das war gut. Das war schlecht. Und bringt mich zurück zum letzten Mal, wo ich den Crate-Tempel besucht habe. Das war noch bevor ich Null hatte. So, lieber deine, ich habe spontan keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich weiß nicht, woran es liegt da. Vielleicht will ich was anderes weitermachen. Es ist schon 23:12 Uhr und ich muss morgen wieder in die Arbeit. Und ich glaube, morgen wird kein schöner Tag werden. Was für ein hässliche Fritzke. Weg. Jetzt ist ein Ghost Lord. Wenn ich stehe, wird jetzt genutzt. Und dieses Mal werde ich es auch tun, ohne mir vorher noch meine Strafe Gottes einzufangen. Das war wirklich. Nicht jetzt unnötig, aber ungünstig. Bam. Lauf. Zu, brech runter und lass mich in Ruhe. Geister! Jawoll! Also, da, no. Nein! Hab ich den Schwung vom, Dingens vergessen. Eine Peitsche. Ja, noch geht's ja noch. Ghost Lord! Bah, was ist das denn jetzt? Jawohl, geht jetzt. Bah, Mist. Hab ich am Auge getroffen. Mist. Ich habe das Gefühl, wir kommen nur in meinen Peitschen mittlerweile vorbei, dass ich ihn eigentlich treffen würde, aber nur um zu schlagen. Bah, Mann, das ist. Der hat euch damit schreien. Benutze ich die falsche Taktik? Ist vielleicht Fernkampf besser?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich werde speichern, wenn ich habe Bock. Mir wird am nächsten Mal wieder Spaß. Auch wenn das würde ich jetzt trotzdem nicht als Rage Quit bezeichnen. Jedenfalls, ja doch, damit würde ich eigentlich weg da, ich will nicht spoilern. Diese Aufnahme erstmal mehr oder weniger beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo ich versuche, den Ghost Show zu machen. Was du von mir willst, ist mir scheißegal, weil ich will den Spielstand einladen und dann ist der Schaden wieder weg. Ich bin so getrickst, richtig cheaterhaft quasi. Nee, aber bis auf jeden Fall. Oh, jetzt komm ich schon wieder. Yeah. Und nochmal. Nee, doch. Nein. Nee. Völlig random. Einfach völlig random. Aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Euer Zauberwaffel-Gamer.